den Spaniern sagt man ja immer diese Manana-Mentalität nach, die wird auch ein bisschen durch das Klima eigentlich getragen. Also im August hat man bei der Hitze einfach keine ausgesprochen starke Lust, viel und hart zu arbeiten. Aber das Leben ist sehr entspannt hier. Die Spanier sind sehr, sehr tolerant, solange man sich hier an die Spielregeln hält. Man ist willkommen. Wir haben das Gefühl, wir sind hier mit großen offenen Armen aufgenommen worden. Unsere Tochter ist hier geboren worden. Und ich würde wirklich sagen, dass die Kennzeichnung ist extremes Wohlbefinden. Work-Life-Balance stimmt hier. Und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich in irgendeiner Form zu betätigen.